Hallo Leute, ich habe da unten die Förderbänder abgedatet und habe mich gewundert, warum wird hier nicht wirklich was produziert, wo ich doch jetzt die roten Chips da drüben in einer Kiste anbieten kann. Hat sich herausgestellt, ich habe für die Anforderungskisten die Logistikanfrage gar nicht eingestellt gehabt, drum wurde nichts produziert und drum wurden auch die übrigen Kisten nicht platziert und das gleiche Problem hatten auch noch ein paar andere Maschinen. Nun geht aber so richtig was ab. Das heißt, vielleicht brauchen wir ein paar mehr Logistikroboter. Packen wir einfach mal hier rein. Was wir auch noch brauchen. Ein bisschen Flickzeug. Dann können wir hier mal das reinpacken. Und sobald was verfügbar ist, sollten wir beliefert werden. Nun, wie sieht es denn hier unten so aus? Immer noch an Eisen. Aber das könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir hier erst eine Maschine mit Modulen dran haben. Ich hoffe zumindest, wenn wir hier ein volles Band rausbekommen, dann sollte es besser ausschauen. Artillerie vielleicht? Sollten wir mehr Grüne produzieren und das sollte dazu führen, dass wir mehr Rote produzieren können. Was auch ein bisschen beunruhigt ist hier, wieso bekommen wir kein volles Band mit Kunststoff raus, weil wir hier zu wenig Flüssiggas haben. Hier laufen alle Maschinen. Sieht soweit auch in Ordnung aus. Wir haben genügend Öl anliegen. Probieren wir hier einfach mal was mit Geschwindigkeitsmodulen ausrichten zu können. Dann hier unten. Hier nochmal ein was rein. Diese mittlere Maschine
Er bekommt einen doppelten Boost. Hier haben wir Herstellungstempo plus 100% und hier nur plus 35. Wie sieht es denn hier mit dem Input aus? Ja, wir haben nicht konstant volle Bänder. Hier hinten haben wir noch ein Eisenfeld. Da, wenn wir die Bahnlinie hier drunter rüberziehen, dann sollten wir etwas mehr Eisen abbauen können. Und das ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, denn hier oben müssen wir zuerst mal etwas produzieren, so dass wir dann die nötigen Förderbänder die nötigen Module anliegen haben. Hier noch irgendwo die Kopie. Nein. Okay, dann machen wir es so. Gibt eine neue Kopie. Und dann hier müssen wir so rum und das so. Heißt von hier so dann. Gut. Ich wollte das nicht löschen. Was haben wir hier? Die hier. Ich brauche einfach mehr hiervon. Und dann bauen wir einfach mal so weit wir kommen. Es fehlt uns an Eisen, um Strommasten zu bauen. Den hier unten hin machen. Ja. Das hier so machen. Komm dann. So durch.
Jetzt die Frage, wie weit nach hinten muss ich hier? Ja, ich denke bis etwa hier. Und dann können wir zuerst mal dieses kleine Feld hier anschließen. Dann das weitere Feld da oben kümmern. Vielleicht liegt es auch am Stahl, der fehlt. Wieso bekomme ich keine Signale geliefert? Die habe ich hier irgendwo. Ich offenbar nur eingestellt. Natürlich die hier. Sehr gut. Wird geliefert. Und die Roboter fliegen zuhauf. Dann gehe ich mal wieder nach unten, um weiterzubauen. Keine zusätzlichen Module bekommen. Kohlefeld. Wahrscheinlich hier außen rumlaufen. Dann die Roboter die Arbeit erledigen lassen.
Diese Bäume. Bleibt einem nichts anderes übrig, als auf dem Gleis zu laufen. Okay, dann Holz. Vielleicht 100 wollen wir behalten. Kohle. 100. Stein 50. Eisenerz 0. Kupfererz 0. Uranerz 0. So. Hier da ein Segment weiter. Ja, das Bahnlinie bauen mit Robis ist doch einiges angenehmer. Sehen. Hier sich wird. Oben. Segment. So, und sind wir beim ersten Erzfeld angelangt. Wir brauchen jetzt einen Eisenbahnhof. Diese Ausführung. Hoffentlich bekommen wir da die Kurve. Und sind frisch ausgeschossen an Material. Gut, da gehe ich doch gleich mich nochmals frisch eindecken und dann stellen wir dieses Mini-Eisenerzfeld in der nächsten Episode fertig. Also bis dann und tschüss!